be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah, yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you are lied to never. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute dieses Undercover E-Bike mit dabei. Auf dem ersten Blick sieht man gar nicht, dass es ein E-Bike überhaupt ist. Und dazu kommt auch noch, dass Herr Corby extrem von diesem Bike schwärmt. Wir testen dieses Bike heute, aber vorher checken wir einmal kurz die Hard Facts ab. Was hat das Ding ungefähr dran und so weiter und so fort. Also, was ist das überhaupt für ein E-Bike? Das ist das Ghost Pass Riot Full Party in jetzt der Top-Ausstattung, die es von diesem Bike zu kaufen gibt. Wir haben eine ziemlich heftig packende Cura 4 Bremse. Mir persönlich schon zu viel, aber es gibt ja Leute, die auch gerne richtig heftige Bremsen fahren. Dann haben wir ein Fox Fahrwerk drauf, Kashima Float X2 Dämpfer und so weiter und so fort. Wenn ihr die genauen Daten haben wollt, dann guckt ihr natürlich bitte einmal auf die Homepage drauf. Das ganze Bike wiegt etwas über 19 Kilo, so wie das jetzt hier steht. Hat den Fazua Ride 60 Motor verbaut, 60 Newtonmeter Drehmoment. Lässt sich sehr, sehr cool über die App einstellen. Ich habe jetzt schon mehrere Bikes mal über Apps eingestellt und dazu kann ich euch am Ende auch was sagen, was da für eine App gerade für mich aktuell vorne liegt. Ansonsten hat man eine Shimano-Schaltung dran, dann diese 8-Pin-Sattelstütze, die ich sehr cool finde, weil man die einfach mega easy verstellen kann. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde auch schön, wie bei dem Fahrrad hier die Motorsteuerung verbaut ist. Man sieht im Oberrohr hier hat man die Akkuanzeige, die LEDs leuchten in verschiedenen Farben. Dazu hat man, wenn man das hochklappt, so ein kleines USB-C-Fach noch. Da könnte man zum Beispiel seine GoPro laden. Aber auch, dass das einfach sehr dezent ist mit diesem Drehrädchen, finde ich sehr, sehr geil. 29 Zoll steht das Ding jetzt hier, 160 mm vorne, 140 hinten. Und man sagt sich, dass der Hinterbau dadurch, wie die Anlenkung ist, einem viel potenter vorkommt. Ob das wirklich so ist, das werden wir testen. Wir drehen ein paar Runden und dann gibt es nachher ein Feedback. Wenn man hier losfahren will, hält man das hier nach oben gedrückt, dann geht der Motor an und dann sieht man hier die verschiedenen Farben. Das ist jetzt Full Power, das ist Mittel, das ist Eco und das ist Aus. Wir fahren natürlich heute schnelle Runde Full Power. Berghoch, das ist halt schon mal eine ganze Klasse besser auch als das neue Levo, finde ich. Mit dem langen Ding hier um die Kurve. Okay, geht auch. Ja, hier wird es jetzt arg schlammig. Aber
da vorne den Assegai drauf. Also die Bremsen sind tatsächlich super, die bleiben also packen einfach super, aber Dosierbarkeit ist so eine Sache, ehrlich gesagt. Ich hab gewusst, dass das so eine Sauerei ist hier. Hätte ich einen Dirtsuit angezogen heute. Ich weiß nicht, ob es das Rad auch als Mallet gibt, aber ich glaube, als Mallet kennen das auch nicht so schlecht. Also ich muss auf jeden Fall mal mit dem André reden hier, dass das Bike, das hört sich so an, als wäre irgendwas locker. Ich bin ja gestern schon eine Runde gefahren, konnte aber nichts finden. Naja, irgendwas bei der Akkuhalterung oder so locker, hört sich das an. Also es macht auf jeden Fall Spaß, das Bike, kann man nicht anders sagen. Nummer kleiner, glaube ich, dann wird das noch mehr Spaß machen. Also auch hier im Gelände, jetzt so abschätzt, wenn man jetzt hier versucht kontrolliert zu bremsen, das geht schon tatsächlich ganz gut, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Kann man hier einen Trackstand machen, langsam rollen lassen, ohne Reifen blockieren. Also vielleicht doch gar nicht so schlecht die Bremse für mich. Naja. Also da ist schon was dran. Es fühlt sich nicht an wie 140 mm hinten. Und fühlt sich auf jeden Fall nach mehr einem vollwertigen Enduro an, als hinten nach so einem, ja, mehr oder weniger Trailbike. Ja. Ich bin das Rad jetzt schon 2 Tage lang ja gefahren und werde es jetzt kurz sauber machen und dann gebe ich euch mein erstes Feedback, die ersten Eindrücke, ganz gemütlich im warmen Zuhause. Aber ich werde das Rad bestimmt noch ein paar Mal fahren. Ich habe das jetzt noch ungefähr eine Woche und durch die mehr Newtonmeter habe ich auf jeden Fall einfach ein bisschen Zeitersparnis auf den Hometrails. Und vielleicht werde ich nochmal ein Video machen, wenn ich meine Meinung ändere. Und jetzt kann ich euch auf jeden Fall ein ausgiebiges Feedback geben, weil auf den Trails gerade eben, auf denen bin ich immer unterwegs und da fühle ich mich immer wohl und kann das am besten einschätzen, wie sich ein Rad anfühlt. Wenn ich so auf den Trails von gestern zum Beispiel unterwegs bin, da ist es immer schwierig, weil ich da nicht oft bin. So Leute, zu Hause angekommen, Testfahrt erledigt. Ich habe das Bike jetzt ungefähr eine Woche lang getestet und möchte euch natürlich ein finales Feedback geben. Für wen ist das Bike? Was gefällt mir nicht so gut? Und wir fangen mal erst bei den Kritikpunkten an, wofür das Bike überhaupt nichts kann. Und zwar, dass es mir einfach eine Nummer zu groß ist. Ich musste auf jeden Fall bei dem Bike M fahren. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, weil normalerweise fahre ich tatsächlich L in den meisten Bikes. Im Norco sogar LXL. Aber das ist einfach mal wieder ein Zeichen dafür, wie unterschiedlich die Bikes ausfallen und dass man sich nicht einfach nur auf Größentabellen verlassen sollte, sondern einfach ein bisschen, ja, am besten das Bike Probe fährt, weil wenn man das Bike nicht Probe fährt, dann hat man genau das Problem, dass man am Ende die falsche Größe kauft. Das heißt, ich lege euch wie immer ans Herz, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt die Fahrräder Probe, weil nur so könnt ihr wissen, ob es euch wirklich taugt, ob es euch wirklich gefällt. Ich brauchte meine Eingewöhnungszeit auf dem Fahrrad tatsächlich. In der zweiten Tour habe ich mich schon viel, viel wohler auf dem Bike gefühlt. Allerdings brauchte ich tatsächlich meine Eingewöhnungsphase. Das mag jetzt der Geo geschuldet sein oder das mag auch der Größe geschuldet sein, wie auch immer. Das ist ja auch immer sehr, sehr subjektiv. Für wen ist meiner Meinung nach dieses Fahrrad? Das Fahrrad ist auf jeden Fall für jemanden, der
möchte, dass man nicht sofort sieht, dass man ein E-Bike fährt, weil es ist einfach Wahnsinn. Man sieht einfach kaum, dass es ein EMTB ist. Und man hört auch wirklich kaum den Motor. Also das ist wirklich, wirklich gut. Gefällt mir richtig mega. Die Optik, Bombe. 10 von 10, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich muss sagen, für ein Enduro finde ich es tatsächlich sehr, sehr verspielt. Und eher so ein bisschen in die Kategorie unruhiges Bike. Für Leute, die gerne ein Rad haben wollen, was halt so ein bisschen zum Jibben ist. Also echt, ich kann gut verstehen, warum der Corby dieses Bike so sehr feiert, weil ich glaube, für seinen Fahrstil ist es wirklich genau das Richtige. Jetzt die Frage, die sich vielleicht viele stellen, 160, 140 mm Federweg, ist das nicht irgendwie unausgeglichen oder sowas? Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Man merkt praktisch gar nicht, dass man hinten weniger Federweg hat. Es ist ein Ticken härter hinten, das fällt schon auf. Allerdings hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie im Heck total wenig Federweg hat und da überhaupt keine Reserven hätte. Also so ist es überhaupt nicht, sondern es fühlt sich eher so an, als hätte man hinten ja mindestens 150 mm, wenn nicht sogar auch 160 oder sowas. Das heißt, Leute, wenn ihr ein Bike sucht, was für alles eigentlich gut taugt, wo man eigentlich alles Mögliche mitmachen kann, eher abfahrtsorientiert, verspielt und nicht aussieht wie ein EMTB und wenn euch 60 Newtonmeter reicht, ich muss sagen, 60 Newtonmeter von Fazua Motor, aktuell mein Favorit unter all den Motoren, die ich bisher gefahren bin, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch die App ist um Längen besser, als sie zum Beispiel bei Shimano ist und auch besser als bei Specialized. Die Verbindung super easy, die Einstellung super easy. Man braucht durch dieses Quiz auch nicht so viel Ahnung selber von dieser Materie, sondern kann wirklich sich auf dieses Quiz verlassen. Und ich habe das Quiz gemacht und muss sagen, die Einstellungen haben mir direkt gefallen. Ja, jetzt bleibt nur noch zu sagen, Leute, wenn ihr das Bike testen wollt, schaut bei MTB Sohn Spree in Mülheim an der Ruhr vorbei. Da könnt ihr das Bike mal testen. Da steht das in Größe L, genau das, was ich jetzt gefahren bin. Und dann könnt ihr das selber einmal ausprobieren. Selbst wenn ihr so in der Größe seid wie ich jetzt, glaube ich, dass das Bike euch so einen Eindruck vermittelt, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich auch so ein Fazua-Motor mal an? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man testen sollte, wenn man sich ein E-Bike kauft. Reicht mir die Unterstützung? Nachdem ich jetzt so viele Motoren nämlich gefahren bin, die mehr Unterstützung haben und ich habe zu Hause einfach nur diese 35 Newtonmeter vom Specialized Levo SL, dem alten, muss ich einfach sagen, ich hätte einfach gerne mehr Drehmoment. Aber naja, so ist das nun mal und ich liebe trotzdem mein Levo, aber die Unterstützung manchmal, die vermisse ich doch schon ein bisschen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln von dem Bike. Ist auf jeden Fall ein Mega-Bike, die Bremse, die hat auf jeden Fall Power, sieht auch geil aus, ist auch gar nicht so super teuer und optisch, also das ist einfach, ist schon ein geiles Bike auf jeden Fall, da hat Ghost was Cooles rausgehauen, allerdings wäre es jetzt für mich nicht so mein Fahrrad, weil es mir einfach ein Ticken zu verspielt ist. Ich glaube im Park auf Jumplines, da macht das noch mal mehr Bock, aber mir war es ein Ticken einfach zu verspielt. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.